vor den vielen Lichtern. Habt ihr die Lichter alle gesehen? Ja! Der Hammer, oder? Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept? In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Es ist dies Jahr der 13. Adventsmarkt. Der Adventsmarkt ist in Zusammenarbeit mit der Familie Weber gewachsen. Neben Familie Weber ist auch Gastronomiebetrieb Kanngießer, der halt den Bratwurstwagen mit seiner Lebensgefährtin macht. Die sind auch von Anfang an alle dabei und haben sich in dem Sinne sehr gut zusammengefunden. Der Adventsmarkt wird jedes Jahr auch mehr von Vereinen und Firmen genutzt, die halt den Adventsmarkt als Startpunkt für ihre Weihnachtsfeier nutzen. Hier erst einen Glühwein trinken, dann in die Gastronomie gehen. Auch der Zulauf und Stammkunden gibt es halt jedes Jahr mehr. Es ist halt nett, man trifft Leute, die man lange nicht mehr gesehen hat auf dem Adventsmarkt. Und es ist halt einfach eine schöne Atmosphäre hier. Vor 30 Jahren haben wir angefangen mit so kleinen Hütten, mit so lütschen Tischen. Und haben wir immer erweitert, nochmal erweitert, bis es einfach schön wurde. Haben, wie ich schon gesagt habe, einen Turm raufgebaut. Und dies nach und nach, um die Gemütlichkeit hier in Sulingen das hinzukriegen. Ne? Es wird aber, was ich gehört habe, persönlich von anderen Leuten, gut angenommen. Die finden das super. Die sagen, wir waren da gewesen und da, aber hier ist viel gemütlicher.